Schmitzenmeier präsentiert das Sportbegriffe ABC. 26 Buchstaben, 26 Sportbegriffe. Und der heutige Buchstabe lautet K. Unser Buchstabe steht für einen ganz speziellen Trick. Nein, kein Zaubertrick. Wir suchen den sogenannten Camper-Trick. Und so viel dürfen wir schon verraten, er kommt in einer Ballsportart vor. Doch Achtung, beim Namen Camper-Trick ist die Verwechslungsgefahr vorprogrammiert, wie auch unsere Nachfrage auf den Wormser Straßen zeigt. Fahrzeug, Camperfahrzeug, oder? Denke ich mal. Leider nein. Wissen Sie, was ein Camper-Trick ist? Ein Wohnwagengebilde. Camper, das sind Leute, die Camper gehen, ne? Nein, nein, wir suchen den Camper-Trick im Sport. Wo könnte der denn vorkommen? Ja, das ist ein Camper. Das ist ein Camper-Trick, das ist vom Handball. Exakt. Und können Sie diesen auch erklären? Nein, kann ich nicht. Der Camper-Trick. Irgendwie von der Außenbahn schmeißt er die Mitte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zugegeben, er ist aber auch gar nicht so leicht. Deswegen haben wir uns Handballprofi Max Neuhaus von den Eulen Ludwigshafen geschnappt. Camper-Trick ist eine coole Sache, weil die schwer zu verteidigen ist. Linksaußen springt rein mit Ball, spielt den Pass auf den Rechtsaußen, der mitspringt. Und der fängt ihn in der Luft und schließt dann direkt ab. Im Optimalfall leere Tor dann. Und in der Praxis sieht das dann so aus. Und worauf muss man bei der Ausführung des Camper-Tricks genau achten? Aufs Timing und auf die Passqualität. Also der Ball sollte nicht zu lange in der Luft sein, weil sonst wird es schwer für den, der mitspringt, das einzuschätzen. Das heißt, es muss schon ein gerader Pass sein. Dann hätten wir das auch geklärt. Und wenn Sie sich das nächste Mal ein Handballspiel anschauen, können Sie auch mit der Erklärung des Camper-Tricks glänzen. Voll auf die 12. Der Volltreffer für deine Fitness bei Pfitzenmeier.